can't remember anything. Your name is Carter. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brownie TV. Ich hoffe, ihr merkt es direkt. Ich habe eine neue Kamera, leider noch nicht dazu das passende Mikrofon. Aber ich hoffe, es ist schon mal tausendmal besser als die Kamera die ganze Zeit zuvor. Und es wird demnächst dann hoffentlich auch noch mit einem passenden Mikrofon wesentlich besser. Heute präsentiere ich euch den neuesten bzw. einen der neueren Netflix-Filme, und zwar ist das Carter. Es ist ein südkoreanischer Actionfilm, der 132 Minuten lang geht, also über 2 Stunden, und ab 16 Jahren freigegeben ist. Agent Carter wacht in einem Hotelzimmer auf und hat komplett seine Erinnerung verloren. Er weiß nicht direkt, wo er ist, und schon direkt geht es Vollgas los. Eine Truppe von anderen Agenten stürmt das Zimmer und sie wollen Antworten von ihm haben, obwohl er noch nicht mal die Antworten auf seine eigenen Fragen irgendwie hat, weil er hat ja seine Erinnerung verloren. Die Agenten wollen wissen, wo ist diese Person, wo ist diese Person, und drängen ihn die ganze Zeit dazu, Antworten zu finden. Und er bekommt direkt dann auch eine Stimme aus dem Ohr, irgendein Implantat, was man ihm da eingesetzt hat. Und die sagt ihm: Vertrauen Sie diesen Leuten nicht, geben Sie keine Antworten, tun Sie dies, tun Sie das, tun Sie das. Und direkt geht es dann auch schon los. Man sieht irgendwie Blut in diesem Hotelzimmer. Keiner weiß, von wem dieses Blut ist. Und ich glaube, es wird später auch irgendwie gar nicht beantwortet, von wem dieses Blut jetzt war. Die Stimme in Carters Ohr gibt ihm eigentlich nur eine direkte Aufgabe, die große Aufgabe, eine Tochter zu retten und ihren Vater. Ihr Vater ist Doktor, er hat seine Tochter erfolgreich von dieser Krankheit geheilt, als ersten Menschen überhaupt, und diese Tochter und ihren Vater soll er jetzt retten, damit die Nordkoreaner oder die CIA, also die Amerikaner, sie nicht irgendwie kidnappen können, damit sie als Heilmittel irgendwie dann missbrauchen können. Und so wird dieser ganze Film eigentlich nur zu einem wilden Dreikampf zwischen Südkoreanern, Nordkoreanern und Amerikanern bzw. der CIA. Und man weiß den ganzen Film lang eigentlich nicht so richtig, wer ist hier jetzt der Gute, wer ist der Böse, und muss sich einfach nur drauf verlassen, dass das Ganze irgendwie gut ausgeht. Und so kommen wir dann zu der Story. Wie gesagt, Nordkoreaner gegen Südkoreaner gegen CIA. Ein komplett wilder Kampf entsteht hier. Und dazwischen bekommen wir ein paar Zombies serviert. Langfristig war allerdings die Story das Einzigste, was mich so wirklich bei Laune gehalten hat in diesem Film, denn die Action hat nicht unbedingt von Anfang bis Ende abgenommen, denn die Action war eigentlich für den Anfang relativ gut gedacht. Wir bekommen hier eigentlich meiner Meinung nach klasse Pseudo-One-Takes. Also man merkt schon relativ direkt, dass es keine wirklichen One-Takes sind. Die Bilder sind relativ verwackelt. Was am Anfang noch ganz cool war mit ganz coolen Kampfszenen, hat mir richtig gut gefallen. Aber man hat einfach den Fokus viel zu sehr auf diese One-Shots gelegt. Einfach so gut wie eigentlich war jede Kampfszene ein einzigster One-Take. Und fast jede Kampfszene geht einfach endlos lang. Ich habe mir das Ganze im Nachhinein nochmal so ein bisschen angeschaut. Und so 5 bis 10 Minuten geht hier jede einzelne Kampfszene, die spätestens alle 10 bis 15 Minuten, glaube ich, dann nochmal kommt. Und im Endeffekt war ich dann, glaube ich, bei 50 Minuten Kampfszenen. Der Rest war Story. Und dieser Anteil hat irgendwie gar nicht harmoniert. Und zu guter Letzt sind mir diese One-Shot-Kampfszenen tierisch auf die Nerven gegangen, weil das Ganze eigentlich eher hektisch war als coole Kampfchoreografien, die in einem One-Shot, in einem toll geplanten One-Shot dann abgedreht worden sind. So hat mir das Ganze sogar so den Spaß geraubt, dass ich zum Schluss dann sogar die Kampfszenen einfach übersprungen habe, weil die Idee war immer die gleiche. Wir haben hier nie die Chance bekommen, mal vielleicht ein bisschen Angst zu haben, dass der Hauptprotagonist hier den Kampf vielleicht verlieren könnte. Ich habe weiter gedreht und man hat immer gewusst direkt, okay, der macht jetzt einfach 100.000 Leute platt.
Ja, wirklich, der macht hier irgendwie pro One-Shot, One-Take, macht er, also im ersten alleine hat er bestimmt 100 Leute abgeschlachtet. Komplett um ihn rum mit einer Sichel, mit Hand und mit Messer und ich glaube auch im One-Shot schon mit Pistolen. Wie gesagt, am Anfang hat es noch Spaß gemacht. Zwischendrin musste ich sogar lachen, das muss ich noch erzählen. Und zwar war eine Szene so komplett verrückt. Also auf Realität sollte man hier auf jeden Fall gar nichts setzen. Was mich allerdings tatsächlich nicht gestört hat, wie gesagt, das hat mir sogar Spaß gemacht. Der war so drüber, dieser One-Shot, dass ich so lachen musste. Und das hat mich dann zwischendurch tatsächlich noch mal ein bisschen bei Laune gehalten. Wo ich allerdings eine harte Kritik ansetzen muss, ist die schauspielerische Leistung im Prinzip fast aller Darsteller, denn die waren einfach zum größten Teil nichts. Auch beim Hauptdarsteller war es ganz, ganz schlimm. Es gab zum Beispiel eine Szene, in der man eigentlich mal hätte denken können, oh, jetzt hier ist er irgendwie an der Grenze, er wurde bedroht, man dachte, okay, jetzt muss er schon mal Schmerzen haben und irgendwas, und sein Gesichtsausdruck war der hier. Er bekommt gerade ein Messer am Boden an die Kinnlade gehalten und man sieht gar nichts, absolut gar nichts. Der Kopf war leer und das ist einfach, zieht sich einfach durch den kompletten Film, und durch fast alle Schauspieler, dass hier so wenige Emotionen irgendwie mal übertragen werden. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, das Setting passt, die Bilder passen, die Musik hat soweit gepasst. Im Endeffekt war der Film einfach definitiv zu lang. Die Action-Szenen hätten man kürzen können, das Ganze in einer Stunde 35, 40 etwa schneiden können und dann wäre das Ganze ein kurzweiliger, nicht ernstzunehmender Actionfilm geworden, der bestimmt den meisten Leuten Spaß gemacht hätte, aber hier jetzt einfach viel zu lang geworden ist. Deswegen bekommt er von mir auch nur 4,5 von 10 Sternen, so dass dieser Film einfach dann für die meisten Leute von euch wahrscheinlich nichts ist. Aber wer sich denkt, okay, hört sich doch eigentlich doch irgendwie interessant an, ich kann mir vorstellen, dass einige von euch diesen Film vielleicht doch mögen können. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde mal interessieren, ob euch die neue Kamera gefallen hat, beziehungsweise die Bildqualität. Wie gesagt, die Soundqualität wird noch besser. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt mir auch rein, wie ihr den Film Kader bewerten würdet an eurer Stelle. Und ansonsten, wie immer, wünsche ich euch eine schöne Zeit und abonniert meinen Kanal, ganz wichtig. Ich bin bald bei den 100 Abonnenten. Das würde mich sehr freuen. Ich habe heute nochmal 2 dazu bekommen, habe jetzt 95. Ist mega cool von euch. Euer Support ist wirklich cool für so einen kleinen Kanal, der nicht schnell wächst. Ich bin einfach stolz drauf, euch 95 hier begrüßen zu dürfen. Und wenn du als neuer Zuschauer auch dabei sein willst, dann, wie gesagt, einfach abonnieren, drücken. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.